Erikos besteht jetzt nur noch aus lauter Häusern mit offenen Türen. Ganz unauffällig, wie man sehen kann. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Also wir dürften eine Menge Gold gemacht haben und auch ein paar Tränke, die wir gut gebrauchen können, haben wir dabei abgestaubt. Oh, fast. Aber jetzt sollten wir uns langsam hier verabschieden. Das heißt, obwohl nicht verabschieden von Birgos selbst, sondern von dem Räubertum. Die Taschen sind voll. Sind noch ein, zwei Tränke dazugekommen seit letztem Mal. Und jetzt können wir den brennenden Zauberer uns mal angucken. War so der brennende Zauberer, oder? Ja. Den gibt es übrigens in einem anderen AD&D-Spiel nochmal. Aber vielleicht findet ihr das ja selbst später. So. Gerugon geht schon mal rein. Wenn der Rest trödelt, kann er nichts dafür. Oh, okay. Noch eine Taverne. Ist das jetzt die dritte oder vierte? Aber naja, eine Stadt kann anscheinend nicht genug Tavernen haben. Auch wenn die hier ziemlich klein ist. Kann sich immer hier auch mal umschauen. Obwohl, Birgon kann erstmal mit dem etwas nervösen Halbling da sprechen. Hey, bleib stehen. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Zurlong. Das kann man als Dieb schon machen. Man investiert in ein paar Stiefel der List, verdient sich damit einem im Ödland südlich von Birgos seinen Lebensunterhalt und dann schwupp, kommt eine Horde Hobgoblins daher und reißt einem die Stiefel einfach von den Füßen. Diese Schweinebande. Wer auch immer mir die Stiefel zurückbringt, kriegt 100 Goldmünzen von mir. Oh, seht, da ist Tristurden. 15 Goldmünzen weg. Der hat uns beklaut. Und wir haben Tristurden wirklich schon mal gesehen, du kleiner... Ja, der kriegt die Stiefel garantiert nicht wieder. Und hier... Nö, nichts wirklich Besonderes. Was sagt der Tavernenbesitzer? Es ist schon eine Weile her, dass ich so viele Fremde gesehen habe. Ich hoffe, ihr werdet in unserer Stadt gut behandelt. Bisher schon. Wie wir die Stadt behandeln, ist eine andere Sache. Vor allem immerhin. Aber gut. Bei dir kann man schlafen. Okay, aber leider nichts kaufen. Na gut, Imuin, mach dein Ding. Guck dich mal oben um. Oh, hier ist ja auch viel los. Aber nichts Außergewöhnliches. Ah doch. Wie bitte? Lasst mich in Ruhe. Nach Feuerwein mit euch. Und ich hoffe, ihr holt euch da die Gicht. Feuerwein? Was und wo ist das denn? Ich rede von den Ruinen der Feuerweinbrücke. Liegt ziemlich weit im Südosten, aber ein paar kräftige Beine werden euch sicher hintragen. Ich würde mir auch überlegen, ob sie auch für den Rückweg kräftig genug sind. Die Feuerweinruinen sind eine richtige Todesfalle für den unerfahrenen Abenteurer. Naja, so unerfahren sind wir ja nicht mehr. Also könnten wir da eigentlich mal hinschauen. Denkt daran und gebt nicht dem alten Sven die Schuld, wenn ihr ein paar von euren Kumpels da drin verliert. Okay... Was könnt ihr mir sonst noch darüber erzählen? Was? Sehe ich denn so dumm aus, an einem solchen Ort herumzustolpern? Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, redet mit dem Halbling in Gulliken. Mit den Halblingen in Gulliken? Gulliken scheint eine Stadt zu sein oder so. Die sind neugierig bei solchen Sachen und helfen euch bestimmt. Ich warne euch aber nochmal, das ist kein Ort für junge Leute. Wer dahin geht, kriegt garantiert Ärger. Am besten stoßt ihr euch anderswo die Hörner ab, bevor ihr euer Leben in dem Loch lasst. Na gut, und was ist mit Birgos? Gibt's hier was Interessantes? Hier in der Nähe? Der Tempel im Osten hat eine schöne Aussicht, wenn einem sowas gefällt. Da waren wir auch noch nicht. Mir gefällt's nicht. Mir gefällt sowieso nicht viel. Ihr gefällt mir übrigens auch nicht. Ha, jetzt lasst mich in Ruhe lesen. Okay. Aber diese Feuerweinruinen klingen interessant. Da könnten wir gleich mal vorbeischauen. Hihihi. Zing. Ah, die sind so schön abgekapselt, die Räume hier. Perfekt, um ein bisschen klauen zu gehen. Aber leider gibt es dafür keine Erfahrungspunkte wie in Baldur's Gate 2. Naja, der Loot soll reichen. Hm? Und was hast du?
Also. So, raus hier. In der Taverne gibt es nichts mehr für uns. Oder gibt es hier noch ein Kellergeschoss? Ne, das ist nur eine Küche. Okay, gehen wir raus. Und hier haben wir die rote Gabe. Da ist der eine, war es ein Bade, reingegangen, nachdem er nicht bei uns mit durfte. Oder er ist nicht reingegangen, sondern ist vor der Tür stehen geblieben, wie es scheint. Dann schauen wir doch mal. Und er steht im Weg. Das ist jetzt ärgerlich. Na gut, sprechen wir ihn mal an. Kein Problem. So, dann werfen wir Immun kurz raus. So, gehen weg. Machen den Platz frei. Und sprechen Immun gleich wieder an. So. Und er kann wieder weg. Ich sagte, er kann wieder weg. So. Gut. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber wenigstens können wir in die Taverne reingehen. Ich schätze, ihr seid am Ende. Ah, wieder ein Kopfgeldjäger. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr am Ende seid. Nehmt es bitte nicht persönlich, ja? Aber ich glaube, eure Zeit auf dieser Schlammkugel hier ist abgelaufen. Warum tut ihr das? Ich habe euch nichts getan. Ihr habt niemandem etwas getan, soweit ich weiß. Das ist mir auch völlig egal. Geld ist Geld und ein Kopf ist ein Kopf. Und wenn sich die beiden treffen, dann verdient der alte Karlat sein Geld damit. Ich habe ja gesagt, ich habe persönlich nichts gegen euch. Na gut. Ein Zwerg in einer Stadt, wo man möglichst schnell hingeht eigentlich. Der dürfte nicht allzu schwer sein. Also spare ich mir mal die Zauber. Ja, bisher keinen Schaden bekommen. Ja, und er flieht schon. Auch wenn man nicht wirklich fliehen kann. Vor einer solchen Gruppe. Muahahaha. Okay, nichts Magisches. Und eine neue Kopfgeldnotiz. Ne, das ist der alte Brief. Das ist auch ein alter Brief. Kopfgeld ausgesetzt, das kennen wir ja schon. Und wie hoch ist der Preis jetzt? 350. War der nicht schon mal bei 680? Na gut. Wir wollen aber eine Taverne auskundschaften. Da ist schon wieder so ein nervöser Halbling. Sprecht ihn mal an. Seltsame Dinge sind hier. Hallo, habt ihr zufällig hier in der Gegend so einen großen, ungehobelten Typen mit einem Hundekopf gesehen? Meint er jetzt einen Gnoll? Ein Hundekopf? Ich sag doch, ein Hundekopf. Und aus dem Maul stinken tut er wie eine Hyäne. Oh, ein Gnoll. Ja, ein Gnoll. Da versteckt sich einer in den Bergen westlich von hier, in der Nähe der Hohen Hecke. Dieser verdammte diebische Feldklos hat mir vor 2 Tagen mein Kurzschwert geklaut. Na gut, ich habe sie noch nie leiden können. Wie viel wäre einem Zwerg, das ist ein Zwerg, okay, sorry, du bist kein Halbling. Wie viel wäre einem Zwerg wie euch so eine Klinge wert? Ah ja. Jetzt lasst die blöden Witze, die haben so einen Bart. Die blöde Klinge ist nichts wert. Es geht mir nur um Stolz. Ich gebe euch 50 Goldmünzen, wenn ihr ihnen damit einen Hintern poliert. Was ist denn das hier? Nee, machen wir abgemacht. Wir wollen mir schließlich helfen und nicht das Gold haben. Also, im Westen, bei der Hohen Hecke. Das heißt, was wir jetzt momentan zu tun haben, ist eigentlich im Mantelwald uns umschauen. Aber das kann auch warten. Den Gnoll in der Hohen Hecke finden. Im Osten waren die Hobgoblins, die die Schuhe haben. Die wir dem Dieb aber nicht wiedergeben, weil es ein Dieb ist und der verdient sowas nicht. Dann suchen wir immer noch Kommandant Brage hier unten. Wir haben von Tasloy im Mantelwald gehört, aber das ergibt sich ja, wenn wir dann nachher dahin gehen. Und wir haben immer noch den Brief, der nicht ausgeliefert wurde. Der auf dem toten Halbling lag hier unten. Außerdem haben wir noch jede Menge Gebiete zum Aufdecken. Ja, aber als erstes machen wir jetzt mal den Gnoll in der Hohen Hecke.
Stimmt nicht. Als erstes nehmen wir die Taverne auseinander. Also aus. Jedenfalls Imhold versucht das Ganze mal. So. Und eventuell ist hier oben ja auch noch was Informatives. Ihr müsst nicht sterben, wir können euch heilen. Was? Ich bin noch gar nicht verletzt. Keimcha. Doch, Khaled, aber der ist nicht oben. In Nashkel gibt es keinen Ärger mehr, also sagen wir das nicht. Beleidigen tun wir ihn auch nicht. Was könnt ihr mir über Beregost erzählen? Was wollt ihr denn wissen? Ich kenne viele der Einwohner und weiß auch ein bisschen über die Geschichte. Sind noch ein paar Suchmissionen ohne Ergebnis? Ich bin nämlich so eine Art Abenteurer. Ein Abenteurer, was? Ja, wenn ihr es euch zutraut, in den Ruinen der Schulen von Ulcaster im Südosten der Stadt gehen seltsame Dinge vor. Ich würde da nicht hingehen, wenn ich mir meiner Fähigkeiten nicht ziemlich sicher wäre. Sind schon viele Leute mit guten Absichten gegangen und nicht wiedergekommen. Ist also nur etwas, wenn ihr kampferprobt seid. Ansonsten wartet Frau Miriane. Miriane, die wird in dem Brief erwähnt, den ich gerade erwähnt hatte. Schick. Schon lange auf Nachricht von ihrem Mann. Ja, da wird sie keine bekommen. Er sollte schon seit langem aus Amt zurück sein. Ich weiß, dass sie für alle Neuigkeiten dankbar ist. Sie wohnt ganz im Osten der Stadt. Ups, da haben wir wahrscheinlich gerade eingebrochen. Falls ihr etwas wisst. Möchtet ihr sonst noch etwas wissen? Nein, danke, ihr wart eine große Hilfe. Ja, schön, dann machen wir doch das gleich. Also erstmal die Zimmer hier durchsuchen. Dann suchen wir die Marianne. Und dann suchen wir einen Neu. Ja. Haben jede Menge zu tun. Und das ist auch gut so. Denn wir können jeden Erfahrungspunkt und jede Goldmünze gebrauchen. So. Aber es gibt ja immer noch jede Menge Gebiete, die ziemlich schwer für uns sind. Zum Beispiel das unten links mit der Sirene oder Wassernymphe, was auch immer das war, und dem Oger Magier. Da wird es bestimmt noch gut zur Sache gehen. Und im Mantelwald, wo die Diebe wahrscheinlich ihr richtiges Lager haben, oder zumindest die Auftraggeber der Diebe, dürfte auch schwer werden. Komisch, dass die Zimmer alle nicht bewohnt sind und trotzdem Wertsachen drin sind. Na, die Leute treiben sich wahrscheinlich in der Stadt rum. So, und nochmal 21 Goldmünzen. Schön, schön. Aber wir haben immer noch keinen Gemischtwarenhändler gefunden. Außer die eine Taverne, wo ich mir halt denke, dass die Preise nicht stimmen. Aber es kann auch Einbildung sein. So, alle Mann raus hier. Wer fehlt? Girugon fehlt. Da. So, also im Osten der Stadt sind ja bloß zig Häuser. Ne, hier ist der Schmied. Da kann sie nicht drin sein. Da ist, da waren die Spinnen? Nee, die Spinnen waren da unten. Na okay, gehen wir alle noch einmal durch. Und hoffen, dass niemand Imhold wiederkennt. So, das macht man Girugon am besten. Hatte er gesagt Lady Marianne? Oder habe ich mir das eingebildet? Meine Lady wird nicht in so einer schäbigen Hütte wohnen. Na gut, ich mache das Ganze mal im Zeitraffer.